Hallo, liebe Zuschauer, Monat Oktober 2022. Was wurde bei uns oft bzw. auch gerne gespielt? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, Monat Oktober, was wurde bei uns oft gerne gespielt? Ich rede hier von den guten, sehr guten Spielen, nicht diese Flops, weil dazu ist mir einfach die Zeit zu schade. Das heißt, wir reden lieber über die Spiele, die sich lohnen. Und ihr seid natürlich wie immer herzlich eingeladen, auch zu kommentieren, was bei euch im Oktober oft und gerne auf dem Tisch landete. Ihr dürft natürlich zu den einzelnen Spielen auch kommentieren. Seid herzlich eingeladen zu einem kleinen Austausch. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen gleich. Jetzt sind doch einige Spiele und viele der Spiele, da gibt es auch schon ein Video, beziehungsweise folgt jetzt im kurzen Nachgang. Und ich steige ein gleich mit ein paar Spielen, die ich jetzt hier auf dem Tisch liegen habe. Und insbesondere die Reihe rund um Obsthain und Zitrushain, die liegt mir doch sehr am Herzen. Ich bin jetzt gar nicht der große Solo-Spieler, aber Obsthain letztes Jahr total fasziniert. Zählt auch zu den Lieblingsspielen der Kinder. Zitrushain, der Nachfolger, ähnliches Spielprinzip. Auch das habe ich euch im Video schon vorgestellt. Ein Solo-Spiel, wo es darum geht, möglichst viele Punkte zu bekommen, wenn man Karten aufeinander legt, die natürlich Punkte trägt. Sind abhängig natürlich von, ja, von dem jeweiligen Tableau. Und ja, mit zwei Boxen könnt ihr sogar gegeneinander spielen, wenn ihr das eine oder andere Spiel dann habt. Board Game Circus, der Verlag, wie gesagt, eine ganz klare Empfehlung. So Altersempfehlung ist ab 10 steht drauf, also geübte durchaus ab 8 Jahre. Bei beiden steht ab 10 Jahre drauf. Spielzeit 10 Minuten, das ist echt ein schnelles Spiel, durchaus als kleines Geschenk zu empfehlen. Macht süchtig, das Spiel. Ja, ein Spiel, das sehr, ja, sehr speziell ist, kann man schon sagen, ist Heyo. Das Spiel hat nämlich den Innovationspreis InnoSpiel 2022 im Herbst 2022 auf der Spiel erhalten. Und das Spiel ist so ein Musikspiel, Zuordnungsspiel, wo es um Rhythmus geht und eigentlich überhaupt nicht meine Art von Spiel. Und ich habe es euch zuletzt erst vorgestellt und der eine oder andere hat durchaus Gefallen gefunden an diesem Spiel aus dem Hause Oink Games. Die haben auch schon sehr viele erfolgreiche Spiele herausgebracht, weil dieses Spiel ist für 2 bis 10 Personen, geht 15 Minuten, ist ab 8 Jahre und es geht um das schnelle Zuordnen einzelner Rhythmen. Und das macht echt Laune. Ungewöhnliches Spielprinzip mit einer, so einer kleinen Soundmaschine, wo den Rhythmus vorgeht. Also vielleicht schaut ihr es euch mal an. Das ist schon, ja, wie soll ich sagen, so ein schon ein bisschen spezielleres Spiel. Mag nicht jeder, deswegen verweise ich gerne auf das Video. Und genau beim nächsten Spiel trifft es auch zu. Das war ja von euch eher, kann man ja eine Empfehlung schon sagen, solche Puzzlespiele, solche Kartenspiele. Und ja, vielen Dank an die einzelnen und alle anderen Nachrichten, die ich bekommen habe. Es heißt nämlich Karzel. Huch ist der Verlag, auch die habe ich euch schon vorgestellt. Sieht aus wie so ein Kinderspiel, ist aber wirklich knallhart, weil hier müsst ihr quasi Karten aufeinander stapeln und die Karten geben dann quasi so ein Gemälde von sich. Und durch gewisse Aufgaben, die ihr bekommt, müsst ihr aber dann Karten wieder neu anordnen. Und das ist echt verrückt. Fordert allerdings wirklich eine gewisse Ruhe und eine Fingerfertigkeit, die ihr an den Tag legen solltet. Also schaut auch hier, je nachdem, erst in das Video rein. Aber es ist cool gemacht. Und ja, das Spiel von der Altersangabe, ich habe jetzt schon gesagt, für Jüngere ab 8 Jahre, ist aber auch für Erwachsene ganz wichtig. Diese Box haben sich auch viele Erwachsene geholt, was ich jetzt als Rückinfo von euch bekommen habe. Spielzeit 30 Minuten, das kann aber durchaus etwas länger gehen, das Spiel. Ja, und damit machen wir gleich weiter. Ich habe jetzt erstmal die kleinen Spiele und ein Spiel. Oh, ich bin wieder total süchtig nach dem Spiel und ich hätte mir gedacht, Clever Forever, das, Mann, jetzt hat man doch so viele Clever-Spiele schon und eigentlich denkt man, man braucht doch noch eins. Viele haben da sicherlich recht, sagen, wir bleiben lieber bei dem ersten, zweiten oder dritten und oder bei dem vierten und holen sich's jetzt. Aber diese Reihe an Roll-and-Ride-Spiele, die ist einfach beliebt. Auch als App könnt ihr das Spiel bekommen und ich finde das total faszinierend. Ich weiß nicht, wie oft das wieder bei uns auf dem Tisch landete. Wir haben jetzt alle 4 Boxen auf der Seite, stehen sie, aber ich finde diese Roll-and-Ride-Reihe aus dem Hause Schmidt einfach super. Wolfgang Warsch ist der Autor, klein fein. Ist ab 8 Jahre angegeben, Tendenz für mich eher so ab 9, 10 Jahre. Ist schon knifflig. Ansonsten steigt der den ersten Teil an. Aber ich habe zu allen Teilen habe ich Videos gemacht. Wenn da euch was unklar ist, dann dürft ihr es gerne kommentieren. Und hier sind wir immer noch im Austausch, auch in den Kommentaren, wie man denn
sind, sehr viele Punkte generiert, weil 200, 300 Punkte, das dürfen ja durchaus mehr sein. Oh, das ist immer noch eine Herausforderung. 1 bis 4 Personen ist angegeben, 30 Minuten, so ein gehobenes Roll-and-Ride-Spiel, was aber wirklich klasse ist, echt klasse. So, das nächste Spiel. Ja, auch sehr beliebt. Ich halte es nochmal in die Kamera, da sieht man es ein bisschen genauer. So, Splendor. Splendor Duel. Splendor bei uns sehr beliebt als Familienspiel. Schon so das damalige heimliche Spiel des Jahres, kann man durchaus sagen. Sehr beliebt. Auf der Seite steht es mit Erweiterungen. Es gibt ja auch wieder neue Illustrationen. Aber dieses Zwei-Personen-Spiel, das hat es uns echt angetan, weil es diesen Mechanismus vom Familienspiel aufgreift. Hat noch so ein paar schöne Facetten drin. Und da bin ich wieder auch bei dem Punkt, ja, auf der Messe war das ausverkauft. Da haben sich Schlangen gebildet für das Spiel, weil viele sich das holen wollten. Peu à peu kommen viele Spiele im November bzw. Anfang Dezember in den Handel. Ja, trotz Preis teilweise werden die Spiele immer noch gekauft. Muss man auch mal deutlich sagen. Es gab ja durchaus große Preisanstiege, gerade was Expertenspiele angeht. Aber die Spiele werden nach wie vor gekauft. Und solange sie gekauft werden, denke ich mal, wisst ihr, warum die auch vergriffen sind. Da muss man dann einfach ein bisschen länger warten. Splendor dürfte jetzt auch wieder im Handel kommen. Ab 10 Jahre 30 Minuten, 2-Personen-Spiel. Space Cowboys, Vertrieb über Asmodee, auch das Spiel habe ich euch schon vorgestellt. Hier geht es quasi vom Mechanismus wieder darum, natürlich viele Punkte zu generieren, aber auf eine unterschiedliche Art und Weise auch das Spiel zu gewinnen. Man greift sich gewisse Chips aus der Auslage ab, bezahlt diese, um gewisse Karten in einer Anordnung zu bekommen, die zu bezahlen und vor sich auszulegen, um mit diesen Karten weitere Karten günstiger zu bezahlen. Wie gesagt, ausführlich habe ich es euch dargestellt. Ein tolles Zwei-Personen-Spiel. Kann man schon sagen, ist so ein kleines Highlight, was die Zwei-Personen-Spiele angeht im Jahrgang 2022. Ich glaube, da muss ich auch mal wieder eine neue Folge machen. Habe ich euch auch schon vorgestellt, die Top-Roll-and-Ride-Spiele schlechthin, die Top-Zwei-Personen-Spiele, da gibt es immer wieder was Neues. So, dann ein weiteres. Jetzt nehmen wir mal das Größere. Ja, das Spiel, ja, schon ein bisschen speziell, aber auch irgendwie cool gemacht. Starship Captains. Jetzt haben wir ein paar Partien gespielt. Das werden sicherlich jetzt noch weitere Partien dann folgen. Und dann gibt es auch ein Video. Ich muss mir da einfach nochmal einen Überblick verschaffen. Beziehungsweise, ja, da muss man einfach einige Partien gespielt haben, rauszufinden, was lohnt sich, welche Strategie man geht. Aber dieses Spiel von Check Game Edition, Heidelberg Games, 1-4 Personen, 12 Jahres angegeben, 25 Minuten pro Person, also 90, 120 Minuten müsst ihr bei dem Spiel auf jeden Fall rechnen. Das Spiel, das ist so eine Art, wie soll ich sagen, jeder hat quasi sein Raumschiff vor euch und mit diesen Figuren agiert man auf dem Spielplan. Quasi teilweise schon Worker Placement, weil man gewisse Felder dann auswählt für die Bewegung des Raumschiffes, für die Angriffe der Piraten, für das Erforschen neuer Karten, die Punkte generieren und für die Reparatur des Raumschiffes. Irgendwie faszinierend gemacht mit dem Einsetzen der einzelnen Personen, die dann immer wieder nachrücken, um gewisse, ja, insbesondere Aufträge zu erfüllen, um viele Punkte zu generieren und das über knackige 4 Runden. War schon eine kleine positive Überraschung bei mir, aber wie gesagt, es müssen noch weitere Partien folgen, dann gibt es auch ein Video dazu. Bisher in den Partien, wo man es zu dritt und zu zweit gespielt hat, da kam es auf jeden Fall richtig gut an. Also so ein Spiel, wo quasi jetzt so ein bisschen tendiert Oktober bzw. November. Ich habe gedacht, ich schiebe es dann schon in den Oktober dann rein. Ja, ein Spiel nach wie vor bei uns auf dem Tisch. Oh, Lieblingsspiel der Kinder, insbesondere bei den Jüngeren, Alina. Der Abenteuerclub, Piatnik, der Verlag, Spahn bzw. Harvickhorst. Und das Spiel, ja, ich weiß nicht, das andere habe ich auch euch schon vorgestellt. Das ist ein Spiel, wo ihr quasi eine Geschichte fortführt über verschiedene Kapitel. Und immer nach einem Kapitel bekommt ihr eine Aufgabe. Und die Aufgabe besteht darin, Karten gewissen Begrifflichkeiten zuzuordnen. Und das ist auf ihre Art auch faszinierend und wirklich klasse gemacht. Offiziell angegeben ab 8 Jahre. Ist ja durchaus für die eine oder andere Erwachsenenrunde. Das habe ich auch bekommen als Rückinfo. Da lohnt sich's auch. Aber als Familienspiel wirklich klasse gemacht. 2 bis 5 Personen, 30 Minuten. Da ist man sofort schnell in dem Spiel drin. Hat viele Geschichten, also auch für viele weitere Partien einen durchaus hohen Spielspaß. Ich bin mal gespannt, ob Piatnik da noch in Zukunft was nachliefert. Ist für mich ein Spiel auch wo ein bisschen untergegangen.
Gefangenen ist, aber nach wie vor seit Monaten bei uns regelmäßig auf den Tisch kommt. Steht auch da hinten quasi bei der Alina in dem Regal, im kleinen Regal, wo sie gerne danach greift, wo sie auch gerne mitnimmt. Ja, der Abenteuerclub, Piatnik, der Verlag, tolles Spiel. Wir bleiben noch ein bisschen bei Familienspiel. Ich habe natürlich auch noch ein paar Kennerspiele, Expertenspiele, also bunt gemischt, was ich jetzt hier aufgebaut habe. Ich habe jetzt extra die Kleinen schon auf die Seite geholt, weil auch eine positive Überraschung war. Farm and Furious aus dem Hause Loki. Und bei Loki denkt man ja eher an solche Kinderspiele, aber hier steht drauf ab 7 Jahre. Und das ist wirklich für die Familie klasse gemacht. So ein Laufspiel mit Karten, die man ausspielt. Die Karten geben Aktionen wieder. Es ist für 2 bis 5 Personen und das Spiel geht gerade mal 10 Minuten. Auch das habe ich euch schon vorgestellt. Der eine oder andere hat sich es auch schon geholt. Schon eine kleine positive Überraschung, wo man auch mit jüngeren, älteren Geschwistern super zusammenspielen kann. Da kommt jeder auf seine Kosten. Oder er nimmt die Rückseite mit der Auslage, mit dem Plan. Bisschen gemeiner, aber es darf es durchaus auch sein. Aber das ist wirklich klasse. Vertrieb hat er, Loki, der Verlag und Loki, die machen einfach tolle Spiele. Ja, und auch eine Überraschung, wirklich eine Überraschung. Bereits im Vorfeld der Messe im Oktober habe ich euch das Spiel vorgestellt und immer noch gerne bei uns auf dem Tisch. Die Rede ist von Next Station London. Ich glaube, das Spiel ist so erfolgreich. Da gibt es sicherlich auch eine Fortsetzung. Ist für 1 bis 4 Personen, 25 Minuten ab 8 Jahre. Und HCM Kiemsel ist der Verlag. Sieht man ein bisschen was, ja, man sieht es hier auf der Rückseite. Das Tolle ist, es geht ja in die Richtung, man kennt ja ähnliche Spiele mit Verbindungen von gewissen Linien, Buslinien. Aber hier geht es um U-Bahn-Linien. Es gibt 4 farbige Stifte. Jeder bekommt für jede Runde einen anderen farbigen Stift und ich versuche Linien mit Hilfe von aufgedeckten Karten, so ein Flip-and-Ride-Spiel, zuzuordnen auf dem Spielplan. Man tauscht dann wieder die farbigen Stifte und versucht dann hier eine perfekte Anordnung zu bringen, damit für möglichst viele Linien auch viele Punkte geben in den einzelnen Bezirken von London. Das macht Laune. Also das Spiel macht echt Laune, hat auch eine klassische Magnetverpackung. Preislich glaube ich gar nicht mal so teuer. Da müsst ihr mal schauen. Aber das als Familienspiel kann ich euch auch empfehlen. Also ich habe am Anfang gedacht, strategisch planen, clever punkten, mal schauen, was mich da erwartet. Und die Überraschung war positiv, gefällt uns nach wie vor. Also wer so ein Spiel dann sucht. Ja, und immer noch auf dem Tisch. Mittlerweile hat es sogar Zuwachs bekommen, weil die Rede ist von Fasanerie, wo ihr auch mit einer weiteren Box hier zu dritt und zu viert spielen können, mit einer dritten Box zu fünft und zu sechst. Ja, ich habe tatsächlich 3 Boxen, schon ein bisschen verrückt. Aber dieses Spiel aus dem Hause 2F, das habe ich im Vorfeld der Messe euch vorgestellt. Da muss man immer vorsichtig sein mit solchen Spielen, direkt vor der Messe sowas zu hypen. Das ist ja immer kritisch. Deswegen hype ich dann lieber Spiele, in Anführungszeichen, die mir auch gut gefallen, die mir persönlich gut gefallen. Ihr dürft euch selber eine Meinung bilden, wo ich weiß, ich habe es gespielt und die sind gut. Deswegen auch die Folgen im Rahmen der Spielemesse etwas anders bei uns, bei mir auf dem Kanal, auch im Nachgang, wer das Video gesehen hat, was bei euch ja auch sehr gut ankommt, da stelle ich das einfach gerne auf eine andere Art und Weise vor. Und Fasanerie ist bei uns nach wie vor sehr beliebt, ein tolles, schnelles Liegespiel. Es ist für 2 und mehr Personen, das heißt eine Box für 2 Personen, 8 Jahresangeben, 15 Minuten Spielzeit und ich hoffe, das Spiel ist sehr erfolgreich, dass der Autor Friedemann Friese auch sehr viele Erweiterungen rausbringt, weil das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial für mehr. Ja, schon ein bisschen verrückt. So, komm, ich nehme das jetzt einfach mal, ich habe es auf der Seite stehen, weil das sind wir gerade mittendrin. Und mal schauen, also ich werde euch das Video auch präsentieren, weil wir haben jetzt die letzten Tage schon viele Partien gespielt von Dorfromantik. Das Spiel bekommt ihr November, Anfang Dezember, je nachdem wieder im Handel. Also da müsst ihr schauen. Pegasus Spiele, der Verlag, Lukas Zach, Michael Palm, die Autoren, 8 Jahre, 30 bis 60 Minuten. Ich glaube, das holen wir uns demnächst auch auf der Switch, weil ist für 1 bis 6 Personen angegeben, weil das Spiel ist wirklich gut gemacht. Erinnert so ein bisschen an Carcassonne Kooperativ von der Spielweise. Also wer das jetzt gerne spielt, der findet jetzt hier auch sicherlich seinen Gefallen. Aber hier geht es darum, quasi wie so eine Art Legacy-Spiel weitere Boxen zu lüften und euch quasi, ja wie soll ich sagen, mit diesen weiteren Plättchen neue Ziele zu verfolgen. Das einzige Kritische, was ich jetzt bisher angemerkt habe, das sind die einzelnen Boxen. Man kann das super zurücksetzen, da wird nichts beschriftet. Allerdings muss man sagen, wenn man das wieder zurücksetzen will, dann weiß man nicht, welche Plättchen welcher Box gehören. Keine Sorge, ich habe es fotografiert, die einzelnen Boxen, das blende ich dann auch im Video ein. Also wer da Fragen hat und sagt, boah, Jörg, welches Plättchen war jetzt in welcher Box drin? Ich werde das im Video auch mit einer Bilderreihenfolge euch dokumentieren. Dann könnt ihr das auch spielen zurücksetzen. Vielleicht gibt es aber auch vom Verlag so eine Abbildung, das wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Das die erste Partie hat wirklich vor sich hingedümpelt, muss ich wirklich sagen. Die hat vor sich hingedümpelt. Ich wusste gar nicht, ob das Spiel jetzt gut ist oder schlecht ist. Ich habe, wie gesagt, ich habe gedacht, ich weiß nicht, was soll denn das sein, wie man da anlegt, was man da machen muss in die Zuordnung. Und der Spielspaß ist mit weiteren Partien deutlich gestiegen. Also schreibt das Spiel, wenn er das erste Mal spielt, nicht sagt, naja, was soll denn das? Spielt auf jeden Fall mal weitere Partien und dann entscheidet, ob euch das Spiel gefällt. Bisher kommt es bei der Familie super an. Ich finde es gut. Ich finde es ein gutes Spiel. Bei der Familie kommt super an. Und wie gesagt, das liegt unter dieser, man sieht es ja hier, von der Auslage unter dem Tisch, unter dem Cuplex-Tisch in der Auslage liegt das Spiel schon vorbereitet, wo wir weiterspielen werden. Aber bisher schon mal eine Empfehlung, wer quasi das Spiel mag. Wie gesagt, gibt es so auf der Switch. Wer da mehr Infos hat, darf es auf jeden Fall gerne in den Kommentaren hinterlegen. Aber bisher wirklich gut. Wirklich gut. Sehr gut sogar bei der Familie. Ein weiteres Spiel, ja, immer wieder auf dem Tisch. Die Rede ist von Quicks, 10 Jahre Limited Edition. Wir mögen einfach dieses Roll-and-Ride-Spiel. Ja, und da gab es auch Kommentare, kritische Kommentare zur Box, wo sie gesagt haben, warum bringt man nicht alles in eine Box rein? Hier ist ja nur das Klassische, das Bonus, das Longo und das Gemix dabei. Ja, mittlerweile machen das viele Verlage, die bringen keine Big Box, wo alles dabei ist, sondern Teile. Muss jeder selber für sich entscheiden, ob man dann wechselt oder ob man dann eher den einzelnen Editionen dann treu bleibt. In der 10-Jahre-Edition, übrigens für 2 bis 4 Personen, geht es 15 Minuten Spielzeit. 8 Jahre sind solche ja, Tableaus hinterlegt, die man abwischen kann. Also nicht diese Blöcke, wo man abreißt. Das Spielprinzip von Quicks habe ich euch schon erklärt. Auch ein sehr, sehr beliebtes Roll-and-Ride-Spiel. Hat natürlich auch seinen Preis. Ansonsten holt ihr euch das erstmal das klassische Quicks. Das kostet auch gar nicht so viel, weil das Spiel kommt super bei uns an. Und das schon seit 10 Jahren, muss man wirklich sagen. Also das Spiel ist klasse. Wer so ein Roll-and-Ride-Spiel sucht für die Familie, soll nicht so schwer sein. Habe auch ein Video dazu gemacht, der holt sich's. Boah, jetzt sind es doch sehr viele Spiele. Also, hui. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ihr dürft gerne kommentieren, weil ein weiteres Spiel, da weiß ich gar nicht, es ist jetzt ausverkauft. Das kommt sicherlich da noch im Nachdruck. Das war jetzt seit der Messe fast jeden zweiten Tag bei uns auf dem Tisch. Finding Atlantis, halber der Verlag. Oh, ich hätte das andere Spiel. Ihr erinnert euch vielleicht an Ungeheuer Hungrig. Da oben habe ich es, wo es auch sehr gut ankam, mit dem App-Spiel, mit diesen Monstern, die fressen. Aber das als Spiel, ich will nicht sagen Schiffe versenken, weil hier geht es ja darum, Atlantis zu finden, wo man mit einer App agiert, wo man die Karten abscannt, wo man sie so nah hat, wo man gewisse Landstriche abscannt und schaut, ob man Atlantis findet oder Artefakte findet. Man hofft nicht, dass man auf Ungeheuer trifft. Wow, wirklich richtig gut gemacht. Das braucht aber wirklich einige Partien. Ist angegeben ab 12 Jahre aus meiner Sicht. Also Geübte können schon ab 8 Jahre, ansonsten Schrägstrich 10. Ich hätte ab 10 Jahre draufgeschrieben. Klar, ein Erwachsener als Hilfe benötigt man. Und das ist für 1 bis 4 Personen. Ich glaube, Solo will ich es die Tage auch mal ausprobieren, weil bisher haben wir es zu zweit, zu dritt, zu viert oft gespielt und geht 30 bis 60 Minuten. Und das Spiel macht richtig Laune. Andreas Wilde, der Autor, und klasse, wirklich klasse. Ganz klare Empfehlung, wer Spiele mit App bevorzugt. Ich werde es euch als Video noch vorstellen, relativ zeitnah. Das sollte sich's mal anschauen. Also das Spiel, wow, das hat echt positiv überrascht. Auch dieses Spiel. Ah, das ist so ein Spiel, wo man gedacht haben, oh nee, schon wieder Carcassonne. Aber, und hier seht ihr es nochmal im größeren Format, Carcassonne. Und zwar Nebel über Carcassonne ist ein Basisspiel, ist aber auch gleichzeitig eine Erweiterung. Ja, kooperativ Carcassonne spielen. Ab 8 Jahre, 1 bis 5 Personen, 35 Minuten, 6 kooperative Level. Boah, ja, das spielt man ja 10-mal, dann ist durch. Wer das Video gesehen hat, da habe ich euch das Spiel vorgestellt. Da hat er noch gemerkt, dass wir im Level 2 oder 3 allein schon 20, 25 Partien gebraucht haben, um das überhaupt zu schaffen. Weil das ist eine richtig gute, positive Herausforderung. Positiv deswegen, weil wir waren positiv überrascht, weil wir haben nicht viel erwartet. Carcassonne, Kooperativspielen, naja, weiß nicht. Wieder so ein Verkaufsschlager. Carcassonne natürlich, das zieht immer, aber das ist echt gut gemacht. Das ist echt gut gemacht. Also wer gerne Carcassonne mag oder schon länger nicht mehr gespielt hat, wollt es gern gemeinsam spielen oder ihr spielt generell kooperativ gerne gemeinsam, schaut es euch mal an. Das lässt sich auch super solo spielen, das gleich vorneweg zu zweit, zu dritt. Ja, weil jeder will agieren, jeder will mithelfen auf eine gewisse Art und Weise. Faszinierend zu spielen. Da haben wir schon Tage, halbe Nächte mit dem Spiel verbracht. Wirklich klasse. Und die 6 Level, die haben es echt in sich.
Ansonsten habt ihr hier gleich eine Erweiterung dabei mit den Geistern, wo ihr dann auch mit dem Grundspiel dann absolvieren könnt. Aber im Fokus ganz klar der meisten steht dann dieses Grundspiel, dieses kooperative Spiel. Und ich bin mal gespannt, auch preislich, das ist ja auch, glaube ich, gar nicht mal so teuer, wird es durchaus ein Renner sein die nächsten Monate. Carcassonne sowieso schon seit Jahrzehnten beliebt. Und das nächste Spiel der Reihe, ja, jetzt habe ich nochmal überlegen müssen, ja, aber es ist eines der Lieblingsspiele von der Silke. Willen des Wahnsinns nach wie vor sehr gefragt bei meiner Frau, aber auch dieses Spiel ist bei ihr sehr gefragt. Es ist quasi so eine Big Box zu Exploding Kittens, ist allerdings nicht alles Material enthalten, das heißt nämlich hier die bekanntesten Karten, ja, leider nicht alle, das wird so der Punkt, was Big Boxen angeht. Aber dieses Kartenspiel, ein sehr erfolgreicher Kickstarter, 15 Minuten Spielzeit, ab 7 Jahren, total witzig gemacht, schnell erklärt, mit Karten, wo man einfach die Texte dann nutzt und immer wieder Karten zieht und hofft, man zieht die explodierende Katze nicht. Das ist einfach faszinierend. Und auch dieses Spiel kommt peu à peu wieder in den Handel, war, glaube ich, auch auf der Messe gleich relativ zügig ausverkauft. Also, aber dieses Spiel jetzt in einer größeren Box ist einfach lohnenswert. Oder ihr schaut euch die kleine Box an, aber dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Echt ein tolles Spiel, tolles Spiel. Ich habe nochmal ein Spiel und ich glaube, das habe ich jetzt schon den zweiten oder dritten Monat, wo ich euch das zeige. Und es ist einfach ein klasse Kenner-Expertenspiel. Und es ist nach wie vor unterm Fokus, weil ich finde das Spiel total faszinierend. Pegasus Spiele, der Verlag, ab 12 Jahre angegeben, spricht dann eher für ein Expertenspiel, 90 bis 120 Minuten Spielzeit. Und das Spiel ist so faszinierend, was man mitmacht mit dem eigenen Tableau, man sein eigenes Unternehmen mit Mitarbeitern hat, die man dann auf seinem Tableau und einzelnen Abteilungen einsetzt oder quasi auf eine Art Weltreise schickt, aber da müssen sie auch aktiv werden. Wirkt recht nüchtern vom Thema, aber spielt sich faszinierend und absolut lohnenswert. Das ist für mich schon eines der Top-Titel, wenn es um Experten geht, beziehungsweise Kenner-Expertenspiele geht, des Jahrgangs 2022. Das Spiel fasziniert mich nach wie vor, aber wie gesagt, durch den ganzen Schwung an Tausenden von Neuheiten im Herbst, es kam ja schon im Vorfeld raus, hat es, glaube ich, ein bisschen schon am Blickfeld verloren, was eigentlich sehr schade ist bei vielen Spielen mittlerweile, weil wenn sie nicht gleich zünden, auf eine gewisse Art und Weise, dann verliert man quasi schon noch 2-3 Monaten das Blick für das ein oder andere Spiel. Schade. Aber Carnegie, eine ganz klare Empfehlung. Jetzt machen wir wieder einen kompletter Bruch. Jetzt gehen wir wieder vom Expertenspiel zum Kinderspiel, weil mit Freunden bzw. Bekannten in deren Kindern, klar, unsere sind natürlich schon zu alt, eine ganz klare Empfehlung für die Kinderreihe ist auf jeden Fall Logi Games. Die Reihe habe ich euch schon vorgestellt aus dem Hause Haber und deswegen auch durchaus jetzt so ein Blick wert in dieser Monatsrückblick, weil Freunde, Bekannte, deren Kinder, da habe ich auch geguckt, zugeschaut und teilweise mitgespielt, das kommt immer noch super an. Teilweise ja bei euch. Viele haben sich die eine oder andere Box geholt. Ich habe jetzt einfach mal Milos Wasserpark als Anschauung, weil es gibt ja eine Dreierreihe und das sind wirklich klasse Logikspiele, die man alleine zusammen mit dem Kind absolvieren kann. Und das ist so eine Lücke, die jetzt Haber schließt, weil davon gibt es wenige, durchaus bei anderen Verlagen, was ältere angeht, 7, 8 Jahre, aber das sind speziell Spiele, hier ab 6 Jahre für 4, 5, 6 Jährige, da findet ihr einiges mittlerweile bei Haber. Auch solche kleine Logikspiele, die ich euch letztes Jahr 2021 vorgestellt habe, die kommen aber auf jeden Fall auch super an. Wer sowas sucht, ganz klarer Tipp. Ja, ein Spiel schon öfters auf dem Tisch, wobei, ja, hält sich Rahmen. Wird jetzt auch wieder im November bei uns öfters auf dem Tisch sein. Video, je nachdem wird es parallel folgen oder am Anschluss. Ich muss ja einfach mal schauen, wie ich es gesteuert habe. Wenn er aber dieses Video jetzt schaut, dann zu einem späteren Zeitpunkt, dann ist dieses auf jeden Fall schon online. Ja, wir sind ja großer Fan von Arche Nova. Und wenn es dann solche Tierspiele sind, solche Zoospiele sind, wilde Serengeti und auch Kobold Spieleverlag, mal so einen kleinen Verlag in Blickfeld rückt, wilde Serengeti hat uns positiv überrascht, mit Ausnahme der Spielzeit, weil das Spiel ist echt gut gemacht, hat einen Einsatzmechanismus, wo man Fotos macht, wirkt ein bisschen abstrakt, aber auf die Spielweise mit den Tieren ist wirklich klasse gemacht, wo man versucht, Tiere anzuordnen auf dem Spielplan und versucht dann Aufträge zu erfüllen, abhängig von der Anordnung. Das hat ja jeder als Auftrag dann vor sich. Ein simples Prinzip, man ist auch recht schnell drin, die Erklärung, die ist auch recht kurz im Video, da könnt ihr mal reinschauen. Allerdings zieht sich das Spiel in die Länge, weil es angegeben mit bis zu 120 Minuten. Und
das ist mir abhängig von der Spieleranzahl einfach zu lange. Für das Spiel, für das, was es zu bieten hat, da hätte ich mir gerne ein knackiges, einstündiges Spiel gewünscht. Aber das ist mir doch lange, zu lange. Ja, aber wenn man mal da drin ist in dem Spiel und ihr habt Spieler, die relativ schnell agieren, vielleicht spielt ihr auch nur zu zweit, dann geht 60, 70 Minuten. Dann bin ich eher für dieses Spiel zu haben, weil dann macht es auch richtig Laune. Also das hängt sehr stark von eurer Gruppe dann ab. Die erste Partie geht auf jeden Fall 2 Stunden, bis ihr da durch seid, beziehungsweise die ganzen Runden gespielt habt, weil ihr müsst in euren Zug immer wieder neu überlegen, weil sich der Spielplan einfach verändert. Und dadurch kann man auch nicht viel im Voraus planen und dadurch kommt die lange Downtime teilweise zustande. Aber ansonsten, mir gefällt es, richtig gutes Spiel, 10 Jahre ist angegeben, durchaus für Geübte ab 8 Jahre, das ist immer als Hinweis, 1 bis 4 Personen ist hinterlegt, also zu zweit, ja, zu dritt, zu viert, na, da muss ich wissen, wer mitspielt, sonst dann doch eher nein. Ja, auch ein Spiel, ja, ich hoffe, dass das auch ein bisschen länger noch im Fokus ist. Kuzuka heißt das Spiel, Pegasus Spiele, das ist ab 8 Jahren. Da fehlt Familie, ich weiß gar nicht, manchmal hat man es hinterlegt, manchmal nicht. Ich habe da nochmal eins, da ist Familie hinterlegt. Ich kenne gar nicht die Hintergründe, ich glaube, da muss ich mal nachfragen, weil das ist klassisches kooperatives Familienspiel, wo es auch gilt, Herausforderungen zu meistern, weiter voranzukommen in gewissen Leveln und Aufgaben mit unterschiedlichen Karten bzw. 2 unterschiedlichen Spielplänen. Richtig schöne Herausforderung, gemeinschaftlich, aber auch in reinen Erwachsenenrunden durchaus. Grafik finde ich ein bisschen speziell, da kann ich mich jetzt noch nicht hundertprozentig nach wie vor mit anfreunden. Ich habe es euch vorgestellt als Video, kommt bei uns in der Familie auch super an. 2 bis 6 Personen ist dahinterlegt, auch nochmal als Hinweis, wenn ihr oft zu 5 spielt oder zu 6, das ist super. Da könnt ihr auch nämlich zu 6 spielen. 30 bis 45 Minuten Spielzeit, recht schnell, auch recht schnell erklärt. Ich habe es als Video vorgestellt, ist schon faszinierend, quasi, ja, kooperativ gewisse Aufträge zu lösen mit Hilfe der Karten, mit Hilfe der unterschiedlichen Farben. Das kommt super an. Das kommt echt super an. Ja, jetzt habe ich noch 2 Spiele und deswegen ein Spiel, ich habe es ja gesagt mit Pegasus Spiele, auch eines der Top-Familienspiele im Herbst 2022 bei uns. Bei den Kindern eines der beliebtesten momentan. Ja, sie haben viele, viele Lieblinge momentan, aber spielt insbesondere die Alina wahnsinnig gerne. King Domino. King Domino Origins. Sieht man es da hinten? Ich glaube, da hinten sieht man es. Das klassische King Domino, da oben sieht man die Erweiterung. Also durchaus ein Spiel, was quasi in jedem Video bei mir im Blickfeld ist, weil es einfach im Hintergrund zu sehen ist. Sehr gefragt, sehr beliebtes Spiel. Und jetzt so nach 5 Jahren, damals 2017 war es, glaube ich, Spiel des Jahres, jetzt in einer neuen Box, ein neues Basisspiel mit 3 unterschiedlichen Kapiteln, Leveln, aber ihr könnt jedes Level für euch spielen, ihr spielt da gegeneinander, das Spielprinzip von King Domino bleibt aber erhalten, ihr zieht Plättchen, platziert hier die Figuren drauf und legt ein Raster vor euch, je nach Spieleranzahl auch 7x7 Raster zu zweit, um effektiv gewisses Gelände zusammenzufügen und dann mit Multiplikatoren viele Punkte zu bekommen. Klasse, wirklich klasse. Mir gefällt auch die Grafik super. Bruno Catala, der Autor, 8 Jahre, 20 bis 40 Minuten. Zu zweit spielt er das in 20 Minuten, aber nicht nur eine Partie. Wenn ich da mit der Alina spiele, da spielen wir 3, 4 Partien hintereinander, weil ich mag es auch total. Und es ist tituliert als Familienspiel. Ich habe ein Video dazu gemacht. Ansonsten schaut nochmal in das klassische King Domino. Das ist ein bisschen einfacher. Das ist ein bisschen schwieriger. Wer jetzt sagt, kennen wir noch gar nicht, vielleicht erst das klassische King Domino euch holen. Dazu habe ich auch 1, 2 Videos gemacht. Da könnt ihr reinschauen. Aber wer so ein bisschen schon geübt ist, King Domino noch nicht kennt, dem würde ich dann eher die Origins Box dann empfehlen. So, und das letzte Spiel, ja, und da kommt noch ein Video. Aber ich muss ehrlich sagen, zu manchen Spielen, da brauche ich mehr Zeit. Zeit habe ich, wir spielen ja eh fast jeden Tag, aber Zeit, gewisse Konstellationen herauszufinden, ob es Sinn macht, ob es nicht Sinn macht. Das Spiel, deswegen das Video gab es nicht direkt nach der Messe, das macht keinen Sinn, nach 4, 5 Partien da gleich ein Video zu machen. Das benötigt auf jeden Fall mehr Partien, um da einen Blick zu bekommen, weil die Rede ist von Marrakesch, eines der Experten-Highlights von Queen Games, Stefan Feld City Collections, Nummer 4 der Reihe. Wie gesagt, 2, 3 habe ich euch vorgestellt, also in New York kommt ja noch das Video, aber bei diesem Thema, bei diesem Spiel, ja, da werde ich noch das Video erstellen, weil das benötigt einfach noch ein bisschen Zeit, um die einzelnen Konstellationen herauszufinden, um auch mein Fazit dann letztendlich euch wiederzugeben, ob das Spiel
sich lohnt, in welcher Form, in welcher Konstellation. Also da müsst ihr noch ein bisschen warten, aber keine Sorge, so lange wird es nicht gehen. 1, 2 Wochen, denke ich mal. Wir haben es jetzt auch öfters auf dem Tisch. Die Tage wird es wieder auf dem Tisch sein und dann werde ich euch genauer darüber berichten. Ja, Marrakesch, bisher auf jeden Fall ein sehr lohnenswertes Spiel, sonst hätte ich es sicherlich nicht in dieser Monatsshow drin. So, das war es schon wieder, ein bisschen länger. Ich hoffe, das war zeitlich passend. Ich versuche es immer kürzer zu machen, aber ich habe das Gefühl, es werden jeden Monat immer mehr Spiele und dann merkt ihr, was wir spielen. Es waren natürlich auch für Spiele auf dem Tisch, die haben sich nicht gelohnt oder die waren eher okay, solide oder ja, da habe ich eher gedacht, nee, in die Monatsshow nehme ich es jetzt nicht. Da merkt ihr. Und es lohnt sich für mich einfach nicht. Also lohnt sich deswegen, weil es mir weniger Spaß macht. Viele wünschen sich ja auch gern die Tops und Flops. Das machen ja viele. Nö, mache ich nicht. Ich zeige euch lieber die Spiele, die sich lohnen. Da bekommt ihr einen Blick. Ansonsten schaut in die einzelnen Videos rein oder in kürzeren Richtung Fazit. Da bekommt ihr auch eine Info von mir, weil klar, viele Spiele, da habe ich mir auch viel drunter vorgestellt. Die haben die Erwartungen dann doch nicht erfüllt. Und dann ist es auch wichtig, das in dem Video zu sagen. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, natürlich auch für euch, weil die Spiele haben ihren Preis und der schwankt doch sehr stark. Und viele Spiele kosten jetzt gerade im Expertenbereich teilweise weit über 100 Euro mittlerweile. Ja, an die Preise muss man sich gewöhnen und ich glaube, rückwärts wird es nicht, das wird eher noch höher. Und da muss man dann einfach genau schauen, was sich denn lohnt, wo sich mehr lohnt, als nur 2 oder 3 Partien zu spielen. Ja, wir spielen viel, das wisst ihr. Wer auf Instagram uns folgt, der sieht immer das eine oder andere, was wir spielen. Da poste ich auch nicht alles, aber da bekommt er auf jeden Fall einen kleinen Blick, was die Spiele angeht. Und ja, ich glaube, mit diesen Worten kann ich mich verabschieden. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare, auf eure Rückinfos zu den Einzelspielen. Vielleicht ist ja die eine oder andere Empfehlung jetzt wieder für euch dabei. Ich glaube, das war wieder ein buntes Programm von Kinder, Familien, Kenner und Expertenspiele. Und ihr wisst ja, die bunte Mischung, die macht mir persönlich sehr viel Spaß, euch auch. Und das war's mit allen Infos. Jetzt spielen wir dann wieder Dorfromantik. Jetzt baue ich alles ab. Und dann geht's weiter mit Dorfromantik, weil dieses Spiel, das folgt natürlich auch zeitnah noch mit einem Video. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.